Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. In der letzten Folge haben es wir ja endlich geschafft, hoch zu den Grauwerten zu kommen. Und ja, wir haben auch schon ein bisschen was mit dem besprochen, ein bisschen schon was Neues gelernt, einen neuen Schrei und so. Und ja, heute wollen wir mal gucken, wie weit wir jetzt hier bei denen so kommen. Ich hoffe nur nicht, dass mein Mikro übersteuert, weil ich habe es ein bisschen lauter gemacht. Huch. Ja, weil ich habe gemerkt, dass nachdem sich ja wieder das Aufnahmeprogramm geupdatet hat, alles wieder für die Katz war. Und ja, die Einstellungen natürlich mal wieder sich komplett verändert hatten. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt geht. Ich habe jetzt den Ingame-Sound wieder ein bisschen leiser gemacht. Also jetzt im Aufnahmeprogramm mal getestet, jetzt nicht viel, und habe natürlich mein Mikrofon ja, lauter gestellt. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt wieder ein bisschen besser verstehen und müsst jetzt nicht allzu laut aufdrehen. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Ja, so ist das. So, jetzt wollen wir mal gucken, ja. Ob wir irgendwo noch ein paar Bücher haben. Hatte ich das schon gelesen gehabt? Ich weiß nicht mehr. Kurzzeitgedächtnis. ja. So, wir müssen denn da hinten raus. Der Schreiber auf Y oder X, ne? Hat man ja gemacht gehabt. So, was haben wir hier? Ach, die kannst du wieder nur stehlen, stehlen, stehlen. Überall, wo du hinguckst, nur stehlen. Mir auch. Selbst die Pflanzen da, ist ja Wahnsinn. Man kann eigentlich alles nur stehlen. Lesen wir mal. Gibt's auch nichts Neues. Ja, so ist das. Hier können wir auch noch stehen, stehen. Wir haben auch wieder ein Buch. Und ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal gelesen. Ach ja. Tja, da wir ihn heute stehlen können, würde ich sagen, wir gehen einfach mal dahin, wo wir hin sollen. Ja. Machen wir halt die Quests weiter. So. Ein schönes Werwölfchen. So, was müssen wir jetzt machen? Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Aha. Meister Bori wird euch Wult beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Wult. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Wort der Macht gelernt, Wirbelwind. Geht zum Meister vor. Er wird sein Wissen über Huld mit euch teilen. Okay. Abgeschlossen, lern das Wort der Macht von Bori. Demonstriere deinen Schrei. Wirbelwind. Dazu müssten wir, glaube ich, erst einmal Magie, Schreie, okay, Wirbelwind, so. Meister Wolfgang wird euch den Wirbelwindsprung vorführen. Okay. Anschließend seid ihr dran. Alles klar. Meister Bori, Bex. Jetzt seid ihr dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwind-Sprint, bevor es sich wieder schließt. Bleibt bei mir und bereitet euren Wirbelwind-Sprint. Meister Bori gibt das Signal. Okay. Ich war ein bisschen zu schnell. Max. Oh, Gott sei Dank. Schrei Wirbelwind-Sprint. Rede mit. Noch weitere Ausbildung. Okay. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Turm erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. So, mal einen kleinen Schluck getrunken nebenbei. ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Nein, wahrlich nicht.
Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Okay. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Okay. Euch Archiv freigeschaltet. Der Weg der Stimme. Wir können das Horn von Jürgen... Ach, oh Gott. Bringe das Horn von Jürgen Windrufer in deinen Besitz. Warum kehren die Drachen zurück? Hat das etwas mit mir zu tun? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Okay. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Okay. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Mhm. Dann wird euer Weg bald frei sein. Okay. Danke, Meister. Ich werde meine Ausbildung fortsetzen. Gut. Dann werdet ihr bereit sein für das, was noch kommt. Ja, was kommt denn noch? Warum sind die Schreie in der Drachensprache? Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Hat man schwer erkennen können. Ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. Okay. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Aha. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Mhm. Es gibt nur vier von euch, erzählt mir mal. Okay. Atem und Konzentration. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust, da ewig noch weiter zu labern. Wir können ja später mal ein bisschen fortsetzen, mit denen zu quatschen. Aber irgendwie... Was haben wir denn da oben? Gucken wir mal hin. Ich habe so eine dumme Befürchtung, dass hier oben irgendwo noch ein Drache wartet. Aua! Ach, was war denn das? Okay. Also da dürfen wir nicht durch. Also da kriegen wir Aua. Aber warum? Ich glaube, das kommt später. Bestimmt noch ein Schrei oder irgendwie sowas. Kann man denn hier rein? Ja, irgendwie. Nee, ich bin ja auch blöd. Lauf mal drum rum. Öffnen Himmelsrand? Hä? Hä? Willst du mich verarschen? Nimm ohne. Hä? Jetzt ohne Mist? Hä? Ich dachte, da geht's einfach nur in den Turm rein und dann sagt er mir, öffnen Himmelsrand. Hä? Okay. Ja. Gucken wir einfach mal rein, ne? Also einfach mal durchgucken. So. Und jetzt? Ach, wir sind gleich hier hochgekommen. Okay. Ja toll, öffnen den Himmelsrand. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir sind einfach nur auf dem Turm, wo wir eigentlich jetzt nicht mehr weg können. Wir könnten jetzt höchstens runterfallen und sterben. Und wir gehen einfach wieder durch die Tür. Und das war's. Nicht mal eine Kiste oder irgendwas. Das ist ja... Naja, gut. So ist das nun mal, ne? So. Wollen wir uns jetzt bei dem noch ein bisschen umgucken, oder... Weiß es nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr an Schreien. Und ja. Da kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Hier geht's auch nicht rein. Hier geht's nur wieder da zurück. Genau wie hier. Da hinten. Ja. Na dann, lasst uns mal wieder hier reingehen. Tja, dieses Horn. Ja, mit dem Horn. Ich glaube, das wird nicht so einfach werden. Und ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt langsam mal hier stärkere Waffen und sowas kriegen. Also, es wäre eigentlich an der Zeit, ne? Ah,
Ah, gut, ja, das kannst du alles nur stehlen. Ich glaube, da brauche ich auch gar nicht weiter gucken. Ob ich jetzt da bei denen hin noch hingehe oder nicht, oder. Ne? Hier kann man ihn nur stehlen. Wo ist er? Tja. So, gut. Gucken wir mal kurz. Ne, hier sind wir falsch. Wir wollen bei den Quests mal nachgucken. Bring das Horn von Jürgen Wind. Ach, Windruf an deinem Besitz. Okay. Ermordet den Anführer der Silberhand. Dämmerwacht. Sprich mit den Anführern. Okay, jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Ja, da sehen wir sehr viel. Okay, wir müssen erstmal raus. Ja, jetzt nimmt er schon wieder die Waffen in die Hand. So. Gut, dadurch, dass wir das jetzt auch eigentlich erkundet haben und alles, könnte man ja rein theoretisch auch dann die Schnellreise hermachen. Also wenn wir eine Quest nochmal hier hoch haben, wäre ja dann ja einfacher, hier hochzukommen. So. Oh, Emblem 10. Die Stimme bedeutet Verehrung. Folge dem inneren Weg. Sprich nur in wahrer Not. Okay. Ich glaube, die. Ah, das ist wahrscheinlich für die Schreie, ne? Wenn ich diese 10 Tafeln beherzige. Irgendwie sowas in der Art könnte ich mir gut vorstellen. So, jetzt nochmal die Karte. So. Ja, das ist schon mal sehr schön. Das ist alles noch. Okay. Weltkarte auf. So, zeig mir her die Weltkarte. Wo haben wir jetzt die Quest von. Ach, ach, ach. Ach, Herr Jemine, okay. Gut. Okay, einiges haben wir ja schon abgeschlossen. Westliche Macht wohl noch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir jetzt. Ich würde gerne mal ins Feuerschleierhügel rein, ne? Das wäre doch was. Versteck des verlorenen Meeres. Steht da. Ach, Messers und Meeres. Festung Amol. Hülkuns Grab. Ach ja, da wollten wir auch noch rein. Abgeschlossen, abgeschlossen. Windhelm. Wo war denn Riften? Riften war ja hinten. Was ist das? Der Schattenstein? Okay. Treves Wacht. Ruinen von Befalft oder so ähnlich. Ja, ein bisschen komisch. Festung, ne? Helgen. Waisenfelsen. Okay, Flusswald. Das hat man. Ritualstein. Grauwindermacht hat man auch noch nicht. Weißflusswacht hat man auch noch nicht. Flusswald. Ödstützhügelgrab. Die Wächtersteine. Also wir hätten jetzt vieles zur Auswahl. Also ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal ein bisschen was abschließen, zum Beispiel wie diese Höhlen oder so, ne? Schnell nach Weißflusswacht reisen. Mach mal einfach, oder? Ach komm, was soll der Geiz? Da, 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 da. Schauen wir uns mal die Sache an. Und irgendwie habe ich schon wieder so eine ernste Befürchtung, dass wir ja nicht allein sind. Ach, ehrlich, stimmt ja. Hier ist ja gleich wieder Weißlauf. Okay, was tot ist, bleibt tot. Ist schon mal sehr nice. Weil ich könnte mich daran erinnern, dass wir ja hier schon waren, aber nicht reingehen wollten. Wie bei den anderen. So, Objekte. Wir wollen mal gucken. Ah, Traglast, wir können schon gar nicht mehr so viel mitnehmen. Aber okay. Aber okay. Ach komm, muss rein da. Ich will da rein. Ich will das jetzt einfach. So. Und deswegen machen wir das jetzt. Ist der friedlich oder? Leerer Sack, Sack. Salz. Mit. Hier, roten Apfel. Kartoffel. Wer ist da? Ulf. Rudolf, seid ihr das? Ulf, der Blinde. Der Boss hat euch gesucht.
Er sagt, er würde oben am Gipfel warten. Ihr stellt seine Geduld besser nicht auf die Probe. Oh, okay. Stimmt. Wenn das ein Buch ist, dann ist es ja Blindenschrift. gut. Aber wir haben doch noch Pilzchen. Die Pilze brauchen wir doch auch alle. Besonders um Heiltränke herzustellen. Braucht man da auch, glaube ich, irgendwelche Pilze. So. Er wartet oben. Was haben wir da? Eisenfrei. Die haben hier ist einfach nicht, weiß nicht, ich kann mir irgendwie nicht helfen, oder ist einfach alles nicht das, was ich brauche, was ich suche, was ich will. Durchsuchen, kleiner Schrank, Scheiße drin. So, von da unten sind wir gekommen. Pilze, sieht doch komisch aus hier. Pilze. Ach, das wollte ich nicht mitnehmen. Na, egal. So, was haben wir da hinten? Fellhelm. Den brauchen wir nicht. Die Pilze brauche ich. Korb. Stuhl. Was? Metall. Ein Dietrich, 8 Gold, Blitzresistenz. Ne, das kannst du dir selber sonst wohin stecken. Aua! Wenn, ja komm, schieß mich ab. Tschüss! Was? Ich dachte tschüss! Ja. Eine Stahlkriegsaxt, die Hammer, 16 Gold, Wein, Fellrüstung, bla 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 bla. Das kannst du alles selber behalten. Ja, das Gold nehmen wir natürlich alles mit, ne? Den Lederstreifen könnten wir mitnehmen. Das. Oh, hier ist noch ein Säckchen Gold. Nur nochmal 8. Naja, ist doch was Schönes. So, was haben wir hier? Der Kuchen und der Diamant. Ich glaube, das haben wir auch schon gelesen. So, das Wasche. Ja, die Dings. Holzkohle. Ja, wer weiß, für was die mal noch gut ist. Wieder ein paar Pilze. Pilze. Ganz viele Pilze. Ich höre hier immer noch jemanden. So, Gold, Rüstung, Langbogen, Eisenreich. Oh, da hinten. Generiert Ausdauer, nehmen wir mit. Oh Mann. Leerosack, großer Leerosack. Himmelsrand für Entdecker, Karte aktualisiert, alles klar. Hoffnung. Der Redoran, das hatten wir glaube ich schon. Was haben wir hier noch drin? Lederstreifen. So. Das wiegt ja alles nichts. Was haben wir denn hier in der Truhe? Stahlkriegshammer, Dietrich 4, 56 Gold, Zaubertrank der Heilung. Das Diadem hat 2, ne? Das können wir mitnehmen. Ah, der Hammer, ne? Der wiegt halt sehr viel. Na, den würde ich jetzt auch eher weniger mitnehmen wollen. Und macht auch jetzt nicht mehr Schaden wie unsere Axt. Einhandaxt. So. Mal sehen, wie weit wir hier noch kommen. So, was haben wir hier? Das Kriegers. Ja, das nehmen wir mal mit. Alchemie. Das war's auch schon. So. Oh, die haben ja schon etliches. Warte, Pilze, die nehmen wir mit. Die Pilze müssen wir alle mitnehmen, ehrlich. Also da jetzt zwar nicht jede Sorte wahrscheinlich, aber ich weiß jetzt nicht, welche Sorte wir brauchen. Was haben wir hier? Eine Laute. Ich habe irgendwie die dumme Ahnung, dass wir die noch brauchen für eine Quest. Hm. Na egal. Denkt ihr, das wird funktionieren? Natürlich nicht. Hunde kann. Naja.
ausbilden, aber einen halb verhungerten Wolf, keine Chance. Gut. Wenn wir Glück haben, zerfetzt es uns die Kehle nicht. Was? Wie der Biss. Ehrlich jetzt. Und tschüss. Och, wieso auf einem runtergerutscht kommt? Na, jetzt wo Todzeit kommt, doch freiwillig, wa? Ah, wie geil. Ganz ehrlich, ich würde gerne den Wolf freilassen, aber ich weiß ganz genau, was passiert. So, Dietrich, Gold, Granitstein. Hokerfleisch, ne, das brauchen wir alles nicht. Kannst du ja selber behalten. So, das war Leiche Nummer 1. Pilze. Ein Fass. Oh, Weißkappe. Die nehmen wir natürlich mit. Ja, da ist nichts drin. Also, warte mal. Leiche Nummer 1 hat man hier. Leiche Nummer 2 liegt hier. Wieder ein Dietrich. 7 Gold. Eisenschwert. Lalalala. Das brauchen wir alles nicht. So, und dann hier die zwei. Na, willst du ihnen den Arsch kriechen? Okay. Herrlich. So. Okay, das machen wir alles nicht. Und die letzte Leiche wieder Dietrich, 10 Gold. Ja, der Rest ist eigentlich. Ja. Gut. Ich mag das Feuer. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das wird uns noch so oft gut tun. So, ich glaube, hier sind wir fertig. Ja, was ist denn jetzt mit dir, Hündchen? Ja, ich weiß, wenn ich dich freilasse, dann. Ja, ich wusste es doch. Oh, egal. Es gibt einen Wolfspelz. Hier hinten liegt ein Zaubertrank der Kleinheilung. Nehmen. Irgendwie Pilze. Pilze. Ja, oh, schön. Können hier nicht springen, ne? Okay. Sollst du irgendwas? Aber hey, für den Zaubertrank der Kleinheilung hat sich's gelohnt. Gut. So, was gibt's jetzt hier oben noch? Pilze. Pilze, 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 Pilze. Was haben wir hier? Wieder so ein Kriegshammer. Ja, auch so ein Säckchen. So, Säckchen, Säckchen. Genau, vor allem ein Säckchen. Nein, ein Korb. Ach, hier haben wir nochmal ein paar Pilze. So. Ja, noch ein paar Pilze. Oh, Gift der Furcht nehmen wir natürlich mit. Beschädigte Bücher, das Wein, ja. Ich könnte jetzt anfangen, wieder den ganzen Wein mitzunehmen, aber ach, für was? Hey. Bin ich. Ach, hier geht's weiter, okay. Ach, ehrlich, ja, jetzt hier Hut mit jedem, naja, egal. Ich denke mal, da riecht nichts. Hier haben wir noch Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. Was haben wir hier? Eisen. Oh! Och. Schürfen, Eisen, oder? Ich komme jetzt da nicht an die Pilze ran. Oh, egal. Dann müssen wir sie schweren Herzens zurücklassen. Weil ich habe nämlich Angst, da weiterzugehen. So. Hat nicht irgendwie gesagt, er wartet oben. Ja, der Aufstieg ist aber ziemlich weit. Ich habe gedacht, das wird ja so 0815, weißt du? Zack, 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 zack. Jetzt hängen wir ja doch schon eine Weile drin und. So, Aussichtspunkt am Weiß. Ah. Weißfluss. Ach, Weißfluss. Weißlaufen. Weißfluss. Mein Gott. So, na, da wollen wir mal gucken, ne? Wo unser Sportsfreund ist. Oh, ich sehe fast ein Level up. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Havier Eisenhand. Ja, komm ran. Gut. So, was haben wir denn hier? Aha, Stahlpfeil.
Steckt das Ziel für 5 Schadenspunkte im Brand, brennende Ziele. Das ist nice, das ist wirklich nice. Können wir uns das. Wir nehmen erstmal beidhändige Angriffe. Ja, okay, das brauchen wir mit. Gold 107, sehr schön. Havias Tagebuch nehmen wir mit. So, dann haben wir den Jagdbogen, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Eisenkriegshammer, der Glut, den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Schadenspunkt im Brand. Okay, den nehmen wir mal mit. Immer noch 276 von 310. Die Hände. 15% höheren Schaden. Hat er noch irgendwas Verzaubertes? Oh, der Helm ist doch natürlich nicht schlecht, oder? Ach, ganz ehrlich, der gefällt mir so, ja. Nehmen wir mal mit. So, kriegen wir die Hände jetzt auch noch mit rein. Wie viel Gewicht haben die? Ich sehe es nicht. 4. Ja. Mein Gott. Ich war jetzt übelst blind, ehrlich. Ich habe das nicht gesehen. So, was haben wir hier hinten? Gesundheit und Ausdauer. Ist aber ein schönes Fleckchen hier, ne? Ja, wenn du überlegst, siehst du ganz weiß Lauf. Geil. Huch. Geil, werf es runter, George. Oh, was haben wir denn hier noch? Ein Geldbeutel mit 44. Und in der Truhe nochmal 64 goldene Sauber. Verursacht 5 Punkte Ausdauerschaden. Stab der Flammen. Ein Flammen mehr, aha, okay, nehmen wir mit. Oh, diesen Dolch, nehmen wir auch mal mit. Der Jagdbogen, weil das jetzt alles jetzt nicht so interessant, okay. Perfekt, na hallo. So, was haben wir hier, Schneebäre. Okay, prima, ich mach mal kurz die Karte, weil dann können wir hier sehen, was sieht abgeschlossen, sehr schön. Okay, und ich würde jetzt auch sagen, wir reisen ganz schnell nach Weißlauf. Ja, ich weiß nicht, jetzt die ganzen Sachen verkaufen, zu entzaubern, wollt ihr das mitmachen oder eher weniger? Was ist das? Ihr da, ihr werdet Drachenblut genannt. Das scheinen die Graubärte zu denken. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe irgendwie Angst, die sehen irgendwie komisch aus. Ja, ich bin ein Drachenblut. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Das wahre Drachenblut kommt. Ihr seid nichts als sein Abklatsch. Mhm, alles klar. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Ja, ja. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Ja, ja. Ihr werdet nicht gewinnen. Wo sind denn die Wachen? Also ich hau ab, ehrlich, weil gegen die, das würde ich nicht schaffen. Alter! Ich wusste es, die sahen schon so komisch aus. Da könnte ich mir schon denken. Jungs, das sind Freunde für euch. Macht's gut. Erstmal abhauen, erstmal verpissen hier. Ja, herrlich. So. Ja, komm, wir gucken jetzt mal hier noch schnell rein. Ob wir ein paar Sachen entzaubert kriegen. Ach ja, herrlich. Hallo? Hey. Du kannst dies während eines Kampfes nicht. Die mich verarschen. Wollen die mich wirklich verarschen? Du kannst dies während eines Kampfes nicht. Oh Mann. Gut. Tja, ich weiß nicht, wie wir das jetzt hinkriegen. Ich habe absolut keine Ahnung. Das Problem ist jetzt, wenn die mich angreifen, dann muss ich die ja angreifen. Und wenn ich hier drinnen bin und die da angreife, werden die Wachen sauber auf mich. Ich weiß das, weil ich hatte das, glaube ich, damals auch so gehabt. Das ist natürlich alles andere als schön. Ich weiß aber nicht, wie lange das jetzt noch geht. Ich weiß auch nicht, ob wir probieren mal ganz schnell was. Ich drück mal L.
Wir gehen einfach jetzt mal hier zu Iverstadt. Du kannst von diesem Ort aus nicht schnell reisen, ja, das war klar. Okay. Tja, gut. Ja, ich würde dann sagen, wir stellen uns hier hin, warten kurz, vielleicht beruhigt sich das alles wieder. Oder vielleicht auch nicht und ja, schauen wir mal in der nächsten Folge, ne? Also, ich danke euch vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, ciao, ciao!